Ich sag mal so, wo ein Wille, da ein Weg. Ich hoffe, man hört ihn nicht so laut drucken. Wir spielen jetzt. Ich drücke auf Spielen. Wir schauen mal, was hier passiert. Erster Start. Ich habe gerade ein paar Sachen über das Spiel gelesen, die mich nicht glücklich machen, leider. Das Spiel hat eine negative Bewertung auf Steam. Irgendwie 12 von 13 Bewertungen sind negativ. Und ich lese gerade eine. Oh Gott, Entschuldigung. Ist arschlaut übrigens. Ich habe mir gerade eben eine Review zu dem Spiel angeguckt. You can kill the soldier on his way to raise the alarm to stop that threat. Spiel ist arschlaut. Okay, warum tut es das? Press any button to start. Please adjust gamma value for the game. Using the slider. The logo on the left side should be barely visible, while the other. Was? While the one on the right side should be clear visible. Ja, warum machst du dann drei Logos? Ah, das ist barely. Accept. Congrats! You have unlocked golden skin variants for 13 arsenal of weapons. You can equip and turn off these skins via options menu. Okay. Was ich gerade sagen wollte, das Spiel hat eine sehr negative Kritik gekriegt. Wir gucken uns die mal kurz an. Ja. Gehen hier auf Shop-Seite und sehen negativ 13 Nutzer. 15% der 13 Nutzer-Rezensionen für dieses Spiel sind positiv, ja. Die Reviews sind nicht gut. Ich habe mir gerade ein Video dazu angeguckt, da sagt, also, pass auf, im Endeffekt war die. Das Fazit von ihm: Ja, das Spiel ist super geil. Story ist total top. Aber es gibt ein paar Probleme. Zum Beispiel Multiplayer gibt es gar nicht. Oder nur Splitscreen. Und allgemein, die Grafik ist ein bisschen anders, wie man hier schon sieht. Für Leute, die das Spiel von damals kennen, wird es wahrscheinlich nicht so gut sein. Allerdings, wenn man das Spiel als neues Spiel nimmt, soll es in Ordnung sein. Also nicht gut. Weil halt einige Sachen noch buggy sind, aber naja. Wir gucken uns das Spiel einfach mal an. Wenn es komplett Katastrophe ist, höre ich auf. New Game. Sleepwalker Field Agent Super Agent 13. Warte mal, habe ich erstmal Optionen bitte? Options. Man kann das Spiel wohl auf Deutsch stellen, wenn ich das richtig gesehen habe. Video. Sieht gut aus. V-Sync off. Framerate unlimited. Volumetric Render Distance. Ja, mach mal an. Full Resolution, Half Resolution. Anti-Aliasing, machen wir mal auf 8-mal. Ja, Shadow, kann man die higher stellen? Nein, man kann die immer nur auf High stellen. Okay. Motion Blur aus. Chromatic, ich habe gar keine Ahnung, was du bist. Screen Space Ambient Occlusion Quality. What? Ich verstehe die Hälfte der Sachen hier nicht, aber ist okay. Gut, Video haben wir, Controls. Lassen wir erstmal Basic, würde ich sagen. Mit dem kann man wohl gar nicht spielen, haben zumindest die Kommentare gesagt. General. Spielen wir auf German. Hitmarkers an, Tutorial Panels an, Aim Assistance aus. Auto Reload an, Screen Shaking machen wir mal aus, weil das. Na, wobei das gehört zum Spiel, dass wir irgendwie Subtitles sind an. Golden Skin ist aus, weil ich mag Golden Skin nicht. Gut, want to discard them? No. Save F1. What the fuck auf F1, Alter? Gut. C. So. Kampagne. Neues Spiel. Ich habe das Spiel, glaube ich, damals auf Englisch gespielt. Schlafwandler. Ich will eine Story. Geringe Schwierigkeit, die Gegner sind weniger tödlich. Tarnmodus verzeiht mehr Fehler und du findest mehr Ausrüstung. Für Spiele, die das Erlebnis mit Story-Fokus wünschen. Wünsche ich eigentlich, aber nein. Agent, ich will eine Herausforderung. Mittlerer Schwierigkeitsgrad, deshalb gibt es 4. Tarnmodus und Ausrüstung sind fair kalibriert, unabhängig vom Können. Sergeant, ich will mich beweisen. Hohe Schwierigkeit, Gegner sind intelligenter, reagieren schneller auf Hinweise und sind tödlicher. Ausrüstung ist rar. Für Spiele, die
das erste 13 oder andere Ego-Shooter gespielt haben. Ich will 13, so wie der Typ in dem Video die ganze Zeit gesagt hat. Ich sag mal 13, ich will 13. Der höchste Schwierigkeitsgrad. Eigentlich kaum zu schaffen. Mal komplett dumm sein? Ja, wollen wir. Let's go. Grafik muss man mögen. Ist anders als früher. Das Intro gab es früher, glaube ich, nicht. Bin ich mir aber nicht ganz sicher. Schauen wir uns erstmal das Intro an. Ja, das Intro gab es früher. Ich kann eigentlich auch reden, also der Ehre hat nicht geredet. Von daher, ich hoffe, ihr hört den Scheiß im Hintergrund nicht so laut. Das ist echt laut, ey. Ich drucke übrigens gerade einen Temp Tower. Synchron ist schon mal gleich wie früher. Ich habe seinen Namen vergessen, irgendwas mit M. Mongoose, Mongoose. The Mongoose. Ja, von da aus wurde scheinbar geschossen. Ja, ich werde das Werk, das mein Bruder William begonnen hat, fortsetzen. Sehr gut. Und ja, es wird wieder ein Sheridan ins Weiße Haus einziehen. Wer die Story nicht kennt, kann sich das alte Spiel auch angucken. Das ist 3,5 Jahre her, habe ich es gemacht. Oder selber spielen. Sind Ihre Sesselfurzer vom FBI in der Lage, die Mörder von Sheridan zu fassen, Colonel Amos? Ich bezweifle es. Behalten Sie Ihre Meinung. Wie gesagt, letztes Mal auf Englisch gespielt, glaube ich. Wie Sie wissen, können wir ohne Beweise keine Untersuchung führen. Niemand kann mich davon abhalten, meine eigene Nachforschung anzustellen. Verstehen Sie, Amos? Niemand. Ja, die Katzen sind gefühlt noch die gleichen wie früher. Nummer 13 wird nicht mehr lange ein Problem sein. Ich weiß tatsächlich auch nicht mehr alles. Also, ich weiß grob, wie es endet. Es war to be continued. Das heißt, wenn ihr das Spiel nicht kennt, ich hoffe sehr auf eine Fortsetzung. Warum auch immer er seine Hände in seine Jacke steckt, also in die Jacke rein. Ich bin's, Janet. Ich habe meine Runde beendet. Brauchst du mich noch ein bisschen Fake-Tour? Okay, ich kehre zur Zentrale zurück. Scheint ein ruhiger Tag zu werden heute, was? Hast du heute Morgen das Meer gesehen? Hey, Moment. Ich rufe zurück. Okay. So, können Sie mich hören? Ja, ganz gut eigentlich. Sieht nach einer Schussverletzung aus. Grafik ist interessant. Können Sie Ihre Beine bewegen? Sehr interessant. Aber nicht schlecht. Gewöhnungsbedürftig, würde ich sagen. Erwachen! Wenn du den Körper deines Gegners trägst, bist du langsamer. Vergiss nicht, wenn du in offenem Gebiet Gegner loswerden musst. Vergiss das nicht, wenn du in offenem Gebiet Gegner loswerden musst. Schleichen hat früher schon nicht gut funktioniert. Das war ein großer Kritikpunkt für mich. Oh Gott. Ich kann mich an nichts erinnern. Schaffen Sie es bis zum Pickup? Klar. Das Spiel sieht halt 80.000 Mal besser aus als früher, aber... Okay, sie glowt so ein bisschen. Ich verstehe, wenn man das nicht mag. Gerade wenn man so an früher denkt. Also auch wenn man an heute denkt, das ist jetzt eine Grafik, die sehr gewöhnungsbedürftig ist. Das da alles richtig geil, die Player-Models sind ein bisschen kritisch. Aber ey, sie hinterlässt Fußspuren. Ich bin... Der Helikopter... Ich erinnere mich. Wie gesagt, ich kenne das Spiel ein bisschen. Quasi vollständig. Darf ich auch irgendwo hin?
Ich möchte gerne irgendwo hin. Ah, okay, jetzt ist die Tür offen. Der Helikopter ist aber quasi meiner jetzt gerade in der Situation, oder was? Geht's euch, ich habe 100% Leben. Ich werde Sie zum Rettungsposten begleiten. Versuchen Sie zu gehen. Also ich bin voll. Ja, Player Model finde ich jetzt nicht unbedingt unglaublich geil. Und auch, dass die so komisch... Weiß ich nicht, wie nennt man das denn? Vorsicht! Verdammt. Verdammt. Mädchen, könntest du vielleicht ein bisschen mehr anziehen? Fände YouTube bestimmt besser. Brighton Beach, Invasion. Errungenschaft freigeschaltet. Raus hier. Ich denke nicht, dass ich das Spiel zurückgeben werde. Ich habe, glaube ich, noch nie ein Spiel wirklich zurückgegeben. Helen, ich bin's, Janet. Ich habe gerade einen Verletzten am Strand von Brighton aufgelesen. Er hat keine Papiere und kann sich an nichts erinnern. Ich würde ihn gerne scannen. Hast du Zeit? Eine Stunde? Sind schon unterwegs. Was auch immer scannen sein soll. Können Sie sich immer noch nicht erinnern? Ich habe diesen Schlüssel in Ihrer Tasche gefunden. Sagt Ihnen die Winslow Bank etwas? Das war nicht der gleiche Sound von früher. Wer ist da? RIP! Er sagte auch, es gibt in dem Spiel kein Blut mehr. Das sehe ich anders. Schlechter Moment. Sag gut, dass wir das Ziel erfasst haben. Ich melde mich, wenn wir fertig sind. Hey, komm raus da. Kommt her, Jungs. Er lebt. Ist der Bibel zu? Okay, what the fuck, okay. Kameraempfindlichkeit super komisch, weil wenn du eine Waffe hast, ist sie komplett anders. Also, dann hast du auf einmal sehr... Du bist super langsam. Beweg dich nicht. Jetzt bist du dran. Also, das hier ist sehr schnell und das hier ist sehr langsam. Gleiche Geschwindigkeit? Wird das langsamer, wenn ich so mache? Es wird auch noch langsamer, Alter, okay. What the fuck, ey? Okay, das ist kompletter Krebs. Für meinen Geschmack. Nice Tricks, Alter. Es gab hier hinter früher Medkit, oder? Es gibt hier draußen Medkit, das habe ich schon gesehen. Moment, da. Aber ich meine, es gab zwei immer hier. Diese Spinte konnte man früher aufmachen. Das war mein Handy, es tut mir leid. Auf die würde ich nicht schießen. Man kann auch rennen, schön, schön. Ich meine, man konnte früher diese Drawer aufmachen hier. Spieler flüssig, immerhin. Wanted. Aha. Kann man übrigens so schon mal den Strand sehen. Da drin sind wir, glaube ich. Darf man hier runter? Nein. Das gab es früher so auch nicht. Also, die Grafik von dem Spiel hat sich schon hart verbessert. Allerdings kann ich verstehen, wenn man als 13-Liebhaber das... Da! In den Dingern lag früher noch ein Medkit. Ah, guck mal. Da können wir Q1 drücken, ist heilen. Und es ist verwirrend, dass auf E alles ist und nicht auf F. Drücke Tab. Ja, warum konnte ich nicht einfach die aufheben?
Nice. Ducken tut man sich scheinbar auf Steuerung. Hinlegen konnte man sich, glaube ich, damals gar nicht. Bin mir aber nicht ganz sicher. Kaliber 9 mm. Krepiere. Natürlich hat er das vorher nicht gehört. Nice. Okay, hier gab es manchmal auch noch irgendwo ein Medkit früher. Nice, eine Schutzweste. Ich vermisse die Sounds von damals. Aber auch da verstehe ich, die findest du nur cool, wenn du damit aufgewachsen bist. So, ansonsten machen die nicht so viel Sinn, die Sounds, weil die Sounds waren schon weird damals. Was für ein Ding? Neuer... Irgendein Eintrag. Ich find's cool, dass man jetzt Dingens drücken kann. Da ist noch ein Medkit. Was ich durch die Dingens eingesammelt habe, okay. Ist hier noch irgendwas? Nein. Konnte man hier nicht in irgendeins von diesen Häusern rein? Ach, das hält nicht meine Tür. Doch, da. Okay, kann man aber auch nicht rein. Gut. Erster Part ist eigentlich auch schon... Nee, gar nicht wahr. Wir sind erst bei 16 Minuten. Okay, ich dachte, wir wären schon bei 20 Minuten fast zu Ende. Wollte ich gerade sagen, da hinten ist noch ein Medkit. Gib mir mal die Kalasch bitte, danke. Also das Auf- und Zumachen ist halt noch sinnlos. Es wurde auch bemängelt, dass die Sterbeanimationen beschissen sind. Ja, das waren sie früher halt auch schon. Und das war jetzt gerade eine andere, also... Die war halt... Was, man kann eine Pistole oder den Dingens haben? Das war aber früher nicht so. Warum kann ich den nicht so einsammeln? Das ist doch cool. Man konnte doch früher beide Waffen haben, oder? Ich meine, man konnte früher beide Waffen haben. Weil so nehme ich den nicht mit. Wieso habe ich ja viel mehr Munition für die Waffe? Ja, ein bisschen Schaden habe ich schon, aber das ist nicht so schlimm. Wollen wir mal sehen, ob ich das kann? Ziele werden durch gelbe Symbole markiert. Ja, das weiß ich, danke. Nice auf jeden Fall. Ich lade mal nach. Hat doch gerade einen abgesetzt. Nice. Kann das Wasser gehen übrigens? Man ertrinkt nicht. Okay, da war gerade Soundglitch. Von Soundglitchen wurde sehr viel berichtet in den negativen Reviews. Wie gesagt, also ich bin jetzt ein bisschen verliebt in das Spiel, aber ich kann durchaus verstehen. Hier war übrigens früher ein Medikit. Weil Lifeboat? Weiß ich nicht. Ich kann durchaus verstehen, wenn man das Spiel kritisch sieht. Aber bis jetzt macht es mir Spaß. Also es ist das erste Level, von daher sollte es auch Spaß machen noch. Wenn du dich verirrt hast, drücke F, damit das Ziel wieder erscheint. Ja, ja. Machen wir. Den habe ich gerade nicht gerechnet, Alter.
Ich habe gerade Wengli Munition verschwendet, leider. Dossier-Eintrag. Sheridan, okay. I don't know. Gibt's hier noch irgendwas? Also, was ganz ehrlich sagen, so, das hier ist schon alles echt cool gemacht. So, die Typen gefallen mir auch noch nicht optisch. See you soon, Mariana. Gib mir meinen Schlüssel her. Achso, man kann die Leute natürlich auch tragen. Sie zugegeben. Ich bin Edward mit den Scherenhänden. Bisschen dusselig aus. Wir hauen jetzt mal ab. Erstes Level geschafft. Die Bewegungen waren früher noch dusseliger, also von daher alles cool. Okay, das war zum Glück noch maßlos übertrieben. Ja, leichte Beleuchtungsprobleme noch. Arme Frau. Riesenlenkrad übrigens. Müsste irgendwo in den 60er oder 70er Jahren spielen, glaube ich, das Spiel. Bin mir actually nicht ganz sicher. Auf nach New York. Das sah natürlich früher auch nicht ganz so krass aus. Wie gesagt, wer das alte Let's Play sehen will, das war auch schon mit guter Tonqualität von mir. Kann das tun auf... unten sollte das verlinkt sein irgendwo. Financial District, Midtown, New York, Winslow Bank. Woher auch immer wir wissen, dass die mit Winslow Bank hier ist. Winslow Bank Untersuchung. Mir gefällt, dass auf jeden Fall schon mal die alten Sprachsamples genommen worden sind. Das hätte mir sehr wehgetan, wenn die anders wären als früher. Gelangen Sie in den Tresorraum. Schonen Sie das Bankpersonal. Bitte begeben Sie sich an den Schalter, Sir. Das gab's früher, glaube ich, so nicht. Hallo. Mr. Rowland? Es ist so lange her. Ich nehme an, Sie möchten an Ihr Schließfach. Oh ja. Dürfte ich Ihren Schlüssel haben, bitte? Selbstverständlich. Folgen Sie mir bitte. Ich folge dir direkt, aber erstmal gucke ich mich um. Schöner Wasserfall übrigens. Schöne Sounds auch für den Wasserfall. Nur das. Ja, okay, da läuft sogar was runter. Gut. Im alten Spiel konnte man, glaube ich, auch nicht diese Goldstatuen finden. Ich kann die Leute hier. Nein, das sollte ich nicht machen. Ich kann das nur bei den Zivilisten, okay. Und auch nicht bei allen. Glaubt mir, so funktioniert die Maus nicht und auch die Tastatur funktioniert nicht so. Dass du die einfach in den Schreibtisch steckst. Alles, was irgendwie so ein bisschen... Ja, alles, was eine Hitbox hat, hat irgendwie hier so... Oder ein Rektor, wie heißt das bei solchen Sachen? Was Physik hat, sieht irgendwie komisch aus im Spiel. Gut, ich würde sagen... Wir haben jetzt 24 Minuten. Wie es da weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal. Bis dahin, haut da rein und tschüss.